Hallo allerseits und willkommen zu meinem Podcast zum Film Oppenheimer. Der Film ist im Jahr 2023 erschienen und war sehr erfolgreich an den Kinokassen und hat auch jede Menge Auszeichnungen abgeräumt, unter anderem auch bei den Oscars jetzt gerade. Der Film dreht sich um das Leben von Robert Oppenheimer, dem Hauptverantwortlichen des Manhattan-Projekts und somit der Entwicklung der Atombombe. Oppenheimer wird im Übrigen von Cillian Murphy verkörpert, den ich hauptsächlich aus der Serie Peaky Blinders, aber auch als Scarecrow der Batman-Trilogie mit Christian Bale kenne. Gezeigt wird Oppenheimers Leben hier in Rückblicken während zweier Anhörungen in den Jahren 1954 und 1959, in denen aufgeklärt werden soll, ob und wie die Russen an die Forschungsergebnisse zur Entwicklung der Atombombe kommen konnten und ob Oppenheimer damit irgendwas zu tun hat, beziehungsweise ob seine Sicherheitsfreigabe für seine weitere Arbeit entzogen werden soll. Während der Befragungen, welche auch mit Intrigen durchzogen sind, wird die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs gezeigt. Wir sehen, wie die Wissenschaftler für das Manhattan-Projekt zusammengetrommelt werden, welche verschiedenen Vorschläge zur Entwicklung der Atombombe gemacht werden und abschließend auch den ersten Test und auch den Einsatz der beiden Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Oder besser gesagt, sehen wir eben gerade dies nicht. Man kann zwar die Diskussion verfolgen, ob wirklich beide Bomben zum Einsatz kommen sollen und ob es nicht reichen würde, diese über militärischem Gebiet abzuwerfen, anstatt über zwei Städten. Und ich gehe mal davon aus, dass es diese Beratung wirklich so gegeben hat und nicht aus dramaturgischen Gründen hinzugedichtet wurden, aber ich habe mich da jetzt auch nicht wirklich eingelesen. Aber die erschütternden Bilder über die Abwürfe und die Auswirkungen der Atombomben werden nicht gezeigt. Man sieht nur die Gesichter der Verantwortlichen, als sie eben diese Bilder sehen. Natürlich geht es in diesem Film an sich um Oppenheimer und nicht nur die Atombomben, aber andererseits ist es trotzdem das, was ich von diesem Film erwartet habe. Denn so viel mehr wird von Oppenheimers Leben eigentlich auch gar nicht wirklich gezeigt. Natürlich kann man solche Bilder und Berichte in entsprechenden Dokumentationen sehen, wenn man sich für sowas interessiert, aber hier hat der Film in meinen Augen einfach etwas Entscheidendes weggelassen. Wer sich für die Wissenschaften interessiert, wird hier neben Oppenheimer viele bekannte Wissenschaftler der damaligen Zeit wiederfinden, wie zum Beispiel Fermi, Einstein, Bohr, Heisenberg und auch viele andere sind zu sehen oder werden zumindest erwähnt. Und das ist grob gesehen eigentlich auch schon alles, worum es in diesem Film geht und wie man es zusammenfassen könnte. Daher komme ich jetzt mal zu meiner etwas umfangreicheren Bewertung und Kritik. Dass ich dem Film keinen Daumen rauf, aber auch keinen Daumen runter geben kann, sondern ungefähr in der Mitte liege, bin ich vielleicht zum Teil auch selber schuld, denn ich habe mich mal wieder von den Trailern in die Irre führen lassen und habe daher einen zumindest zum Teil anderen Film erwartet. In den Trailern werden nämlich hauptsächlich Szenen gezeigt, die mit der Entwicklung der Atombombe zu tun haben. Dass sich aber ein Großteil des Films auch um die angesprochenen Anhörungen in den späteren Jahren dreht, davon sieht man nämlich eigentlich in den Trailern nicht so viel. Und auch wenn ich die Anhörung an sich teilweise spannend fand, so nahmen diese in meinen Augen einfach zu viel Zeit des Films ein und waren einfach an manchen Stellen zu langatmig. Ich glaube, man hätte den Film von 3 auf 2 oder zumindest so 2,5 Stunden zusammenkürzen können und es hätte trotzdem alle wichtigen Elemente abgedeckt. Ich habe den Film auch nicht alleine geguckt und stehe da mit meiner Meinung auch nicht alleine da. Cillian Murphy hat wirklich eine tolle schauspielerische Leistung als Oppenheimer hingelegt und auch mit Damon als General war wirklich gut. Tatsächlich habe ich aber gar nicht richtig wahrgenommen, dass Robert Downey Jr. hier eine wirklich nicht unwichtige Nebenrolle gespielt hat, wofür er sogar einen Oscar gewonnen hat und im Nachhinein muss ich sagen, ja, es war eine wichtige Rolle, aber ich habe echt nicht realisiert, dass es eben Robert Downey Jr. war. Und eben diese Tatsache, dass mir das nicht aufgefallen ist, zeigt mir, wie sehr ich in dem Film abgeschaltet haben muss, was gerade bei einem solchen Film nicht unbedingt passieren sollte. Daher bin ich persönlich etwas enttäuscht, weil ich mich auf den Film eigentlich gefreut habe und voller Erwartungen war, jedoch wurden diese Erwartungen halt leider enttäuscht. Und warum der Film so viele Oscars abgeräumt hat, kann ich mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass es nicht so viel gute Konkurrenz wie in anderen Jahren gegeben hat. Denn ich kenne viele Filme, die in ihren Jahren keine Oscars abgeräumt haben und die ich wesentlich besser finde. Das alles spiegelt natürlich nur meine persönliche Meinung wider und jeder hat ja einen anderen Geschmack und gerade deshalb würde es mich sehr interessieren, wie ihr den Film fandet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber bitte seid nett und respektvoll zueinander, auch wenn jemand vielleicht etwas schreibt, was ihr komplett anders seht. Das war es dann auch schon mit meinem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie gesagt gerne einen Kommentar zu meinem Podcast oder zum Film selbst da. Lasst gerne auch ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und das gleiche gilt auch für ein Abo, sofern ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Mich würde es freuen und euch kostet es ja nichts. Und wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, werdet ihr automatisch über neue Videos informiert. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend und eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen bzw. angehört habt.
Macht es gut. Ciao, ciao. Euer Vorian.